Jeder kann jederzeit in jeder Art und Weise über jedes Medium vollkommen überwacht werden. Das ist der Punkt, den wir uns merken müssen. Das ist das Gegenteil von Demokratie. Und das passiert seit vielen Jahren. Und das geht nicht nur Privatleuten so. Das geht ja auch Firmen so. Ich habe das schon einige Male gesagt, aber ich wiederhole es gern. Als ich im oberen Führungskreis bei Siemens war, im Management und hatte mit Technologievertraulichkeiten zu tun, will ich mal sagen, im Mobilfunkbereich. Das ist ja etwas sehr Teures. Wenn man Millionen Handys herstellt, möchte man nicht, dass die eilends entwickelten und sehr teuer entwickelten Daten an die Konkurrenz gehen. Und wie das funktioniert mit der Konkurrenz, das wusste man bei Siemens sehr genau. Man hat uns verboten, auf dem Flur über technische Details der neuen Geräte zu sprechen. Auf dem Flur bei Siemens in München. Und das heißt doch im Prinzip, die größte Echelon-Abhöranlage der USA auf europäischem Boden, einige 20, 30 Kilometer südlich von München, ist so stark und so potent, dass man also auf dem Flur bei Siemens in München nicht offen reden kann. Und es gibt ein Datenkabelkreuz in München. Da laufen alle elektronischen Daten Münchens über einem Kreuz zusammen und das Haus da drauf gehört den USA. Diese Dinge muss man einfach wissen. Das ist Deutschland, Deutschland heute. Und wenn irgendwer sagt in der etablierten Politik, er habe über so etwas nicht Bescheid gewusst, dann lügt er ganz einfach und ist ein Komplize dieser Überwachungspolitik. Denn wir haben jede Woche am Dienstagvormittag das berühmte Geheimdienst-Briefing unserer Geheimdienste. Ich zähle sie gerne auf. Bundesnachrichtendienst, Verfassungsschutz und militärischer Abschirmdienst. Dort wird dem gesamten Bundeskabinett, die dort vertreten sind, über ihre Verbindungsleute, Bericht erstattet und es werden anschließend die Fraktionsvorsitzenden, alle Fraktionsvorsitzenden informiert. Vielleicht erfahren die Linken etwas weniger, aber sie erfahren auch die groben Umrisse. Wenn also jetzt die SPD hier im Wahlkampf erklärt, es sei der Bundesregierung irgendetwas vorzuwerfen, dann lache ich mich nicht mal tot. Ich kotze einfach nur noch, weil ich dieses dumme Gelüge in Berlin nicht mehr ertragen kann und keiner sollte es ertragen. Wir wissen ganz genau, dass unsere Geheimnisse keine Geheimnisse sind. Es hat überhaupt keinen Sinn, seinen Computer zu schützen oder sich irgendwie zu verschlüsseln, weil ja Microsoft, wie wir wissen, im Zuge dieser Affäre schon bei Eingabe auf der Tastatur vor der Verschlüsselung die Daten zugänglich macht für alle Microsoft-Nutzer. Und glauben wir doch bitte ja nicht, Apple, das ich nutze, sei in irgendeiner Form auch nur eine Millilaus besser. Nein, es ist genau das Gleiche, es trägt nur ein anderes Logo. So funktioniert Amerika und so funktioniert die Welt. Vor allen Dingen die Welt, die sich gegenüber Washington nicht verschließt, die keine Datensicherung betreibt, die ihre Bürger nicht informiert und nicht schützt. Und so ist das in Deutschland. Wir sind ja auch kein souveräner Staat, wie wir wissen. Und unter diesen Umständen können wir garantiert davon ausgehen, dass unser Datenschutz noch mal schlechter ist als der der Briten oder Franzosen. So sieht es tatsächlich aus und alles andere müssen wir nicht glauben, dürfen wir nicht glauben, weil es eine gefährliche Augenwischerei wäre. Dieser Skandal ist auch nur die Spitze des Eisberges, denn es betrifft ja, wie gesagt, Firmen, es betrifft das gesamte Lebensumfeld, es betrifft jedes Datum, das in irgendeiner Form irgendwie transportiert wird. Und vergessen sind die Lustigkeiten, über die ich mich in diesen Gesprächen vor ein paar Jahren aufgehalten habe, dass man beim BND so herzlich darüber gelacht hatte, dass die Amerikaner ihren eigenen Daten ersaufen und deswegen gerne mal die Überblicke des BND konsumieren, um sich, wie soll man sagen, Gewissheit zu verschaffen, dass sie noch richtig treten in ihrem Datensumpf. Ja, das sind die Tatsachen, um die es geht. Und das ist ein Armutszeugnis für jeden, der da das Kanzleramt bevölkert oder in den großen Medien sitzt oder schließlich in unseren Institutionen und lügt. Und lügt und hört nicht auf zu lügen. Ja, jetzt haben ja einige Oppositionspolitiker gefordert, man möge doch bitte Edward Snowden in Deutschland Asyl gewähren, denn immerhin kann er ja zur Aufklärung von Straftaten, die sich gegen die Bundesregierung bzw. gegen die deutsche Bevölkerung ja richten,
Nun hat man dies natürlich gar nicht großartig debattiert. Diese Forderung wurde natürlich erwartungsgemäß abgewiesen. Interessant finde ich die Haltung von Putin. Er würde Snowden Asyl gewähren unter der Bedingung, dass er seine Enthüllungen unterlässt. Tja, das ist natürlich auch relativ humorvoll. Wir erleben ja heutzutage überall in diesen letzten Tagen Schlingerkurse. Ja? Frau Merkel wusste auch nicht genau, ob sie nun entrüstet sein sollte oder die Amerikaner verstehen sollte. Bei Putin hört man auch erst gewaltige Sprüche bis hin, dass ja also in den USA gefoltert würde, was ja stimmt. Das ist ja in einigen Videos inzwischen auch beweiskräftig geworden und dass man ja auch nicht weiß, was mit Edward Snowden passieren würde. Aber dann rudert er eben zurück und sagt ja, die amerikanisch-russischen Beziehungen seien ja doch wesentlich größer als nur Edward Snowden. Im Prinzip kann ich Edward Snowden nur abraten, auch nur daran zu denken, in Deutschland Asyl zu erhalten oder anzunehmen. Weil dies ein sehr gefährliches Pflaster ist. Und da dreht sich es nicht nur um die Souveränität, da dreht sich es auch um die Charakterfestigkeit unseres Spitzenpersonals. Und da denke ich nur an den besonderen Guantanamo-Fan Steinmeier, ja, oder seinen ihm vorgesetzten Kanzler Schröder. Oder auch Frau Merkel, die es nicht geschafft hat, Obama davon zu überzeugen, seine Wahlkampfversprechen einzuhalten und. Aber immerhin hat sie Murat Kurnaz befreit. Das möchte man ihr hoch anrechnen und hoffen, dass es nicht nur aus parteipolitischem Kalkül war. Diese Art Dinge führen ja nicht dazu, dass man Vertrauen haben könnte in den Asylstandort Deutschland. Und so zeigt sich, dass offenbar auch Edward Snowden, weiß Gott, mehr Wert legt auf südamerikanische Asyloferten als auf europäische, die es nicht gibt. Ja, bleibt nur abzuwarten, ob er es auch irgendwie schafft, nach Südamerika zu gelangen. Wir sehen es bei Julian Assange, er sitzt seit 3 Monaten in der ecuadorianischen Botschaft in London fest. Ja. Vielleicht verschwindet er ja auch gänzlich von der Bildfläche. Wie möglich ist so ein Szenario? Also es ist so, dass das amerikanische Interesse sein muss, um viele Tausende weitere Whistleblower zu stoppen, die gerne auspacken würden. Dass sie jetzt versuchen müssen, hier ein besonders hartes Exempel zu statuieren, und gebe der Himmel, dass es ihnen nicht gelingt. Und gebe der Himmel, dass es weitere hochmutige Leute gibt. Evo Morales, der Präsident von Bolivien, hat für mich das richtige Wort gesprochen. Er hat gesagt, Whistleblower verdienen den Schutz und die Freundschaft und natürlich das Asyl der ganzen Welt, weil sie der ganzen Welt einen Dienst erweisen. Und ich will nur nebenbei anfügen, dass Whistleblower-Schutz im Programm der Neuen Mitte steht. Ganz klar eingeschrieben, und das ist auch gar nichts Originelles, die Piraten fordern das auch. Wie ernsthaft, weiß ich nicht mehr inzwischen, aber wir tun das auf jeden Fall. Und es wird auch noch eine entsprechende Forderung geben in dieser Richtung. Wir gucken diese Entwicklung ganz genau an. Es ist ganz klar, dass Edward Snowden von der ganzen Welt geschützt werden müsste. Vielen Dank an Evo Morales für diese klaren Worte. Er hat sich ja auch abgesichert, indem er sein Enthüllungsmaterial an verschiedenen Orten hinterlegt hat für den Falle seines Verschwindens. Ja, wir werden sehen, was da noch alles zutage tritt, aber wahrscheinlich ist da gar keine großartige Reaktion von unserer Politik zu erwarten. Nein, natürlich nicht. Man findet das ja hochpeinlich. Auf jeden Fall möchte man vertuschen, dass man seit Jahrzehnten Bescheid weiß, dass man über den technischen Aufbau Bescheid weiß, dass selbstverständlich der Bundesnachrichtendienst, der kein schlechter Dienst ist, auf diese Dinge hinweist, der kein schlechtes Personal hat, der immer noch ehrliche Leute hat, die versuchen, Schaden von Deutschland so weit wie möglich fernzuhalten und die Politiker auch sauber brieft, die einfach nicht hinhören. Ja, das muss man klar sagen. Sie hören nicht hin, sie ziehen keine Konsequenzen und der Grund ist Korruption, korrupte Politik. Jetzt hat man in Brüssel ja schon auf diesen Skandal reagiert, indem man das derzeit diskutierte Freihandelsabkommen mit den USA in Frage stellt. Was steckt denn da dahinter? Dahinter steckt zum Beispiel das Interesse des weltweit mit krimineller Unternehmenspolitik auffallenden Monsanto Agrochemiekonzerns, der gerne seine genveränderten Organismen hier schützen möchte, auf den Markt drücken möchte. Inzwischen höre ich, dass sogar
Monsanto feste Bienenvölker gezüchtet sind, die also das Gift der Monsanto-Pestizide überleben könnten. Und es ist vollkommen klar, wenn wir etwas für unser Interesse tun wollten, dann würden wir jedes Loch fest zustopfen, auf dem Monsanto überhaupt auch nur eindringen könnte. Und eine Freihandelszone gehört dazu. Abgesehen davon, dass wir ja gar nicht wissen, abgesehen von Monsanto, welche miesen Nahrungsmittelprodukte dann aus den USA zu uns kämen. Denn da ist ja Tür und Tor offen. Ich meine, wer sich einen Chemiecocktail einwerfen soll, braucht auch kein amerikanisches Hähnchen dafür. Das kann er billiger haben. Hier direkt vom Markt irgendwas einfüttern, was schädlich ist. Bravo. So geht das. Das müssen wir nicht haben. Und insofern kann man nur sagen, wenn die USA versuchen, den deutschen Wahlkampf auszunutzen, wo sie wissen, dass ihre Satrapen hier gegeneinander Wahlkampf führen, die alle in der amerikanischen Westentasche stecken, egal, ob sie jetzt von der Union sind, von der SPD, von der FDP oder von den Grünen, überall sitzen diese Speichellecker, dass sie natürlich versuchen, im Wahlkampf ihre Punkte zu machen und dieses Personal unter Druck zu setzen. Und normalerweise sind sie mit diesen Dingen sehr erfolgreich. Und ich fürchte, dass sie auch diesmal sehr erfolgreich werden. Denn die Opposition ist ja auch nicht besser. Und die zurückgehende Politikverdrossenheit in Deutschland zeigt ja auch, dass diese Themen wieder zunehmend ernster genommen werden, auch von dem Volk, was sich zwar immer noch größtenteils hilflos führt, aber jetzt im Vorfeld der Bundestagswahl 2013 hat man auch gemerkt, es gab noch nie so viele Parteien-Neuanmeldungen wie zu dieser Wahl, und die Neue Mitte hat es geschafft, offiziell als Partei anerkannt. Wie sieht es denn aus? Wer hat denn die Möglichkeit, zur Bundestagswahl sein Kreuzchen bei der Neuen Mitte zu machen? Die Neue Mitte hat einen harten Kampf geliefert. Wenn man in 2 Wochen 16 Landesverbände aus dem Boden stampft, dann ist das eine ganz schöne Leistung für damals noch unter 700 Menschen. Unter 600 waren wir sogar. Mittlerweile gehen wir auf 800. Wir gewinnen praktisch im Monat 100 neue Mitglieder, und das ohne Werbekampagne. Die ist immer noch in Vorbereitung. Als Partei anerkannt wird in Deutschland fast jede Truppe, die einen rostigen Eimer mit einem Logo vor die Tür stellt. So muss man das vielleicht formulieren. Ich habe das gegenüber unserem Wahlleiter so ausgedrückt, unserem Landeswahlleiter in Brandenburg. Also im Prinzip ist es eben so, als ich zuhörte, wurde eine Gruppe als Partei anerkannt, die 3 Landesverbände hat von 16 notwendigen, und 3 weitere waren in Gründung, und die Mitgliedergesamtzahl stand bei 260. Wir sind am 1. Mai gegründet. Wir sind sicher die als letzte gegründete Partei. Und wir haben das Maximum gemacht insofern, als wir einen heftigen Kampf gekämpft haben, um in Hessen an der Landtagswahl teilnehmen zu können. Ganz einfach, weil da nur 1000 Unterschriftenzettel nötig sind. In Potsdam ist nun tatsächlich der einzige Platz, wo die Neue Mitte antritt für den Bundestagswahlkampf durch meine Direktkandidatur. Wir brauchten dafür 200 Stimmen. Wir haben jetzt 276 abgegeben, und ich finde es relativ bemerkenswert, dass der Kreiswahlleiter meinem Rat gefolgt ist, diese ganzen überzähligen Unterschriftenzettel auch anzunehmen. Ganz einfach hatte ich das begründet, die anderen Parteien werden allerhand versuchen, um noch kurz vor der Wahl irgendetwas anzuzweifeln oder anzufechten, und dann ist es mit einer guten Reserve besser für ihn. Und so liegen da jetzt also 76 überzählige Unterschriften, und ich plane, was ich mit wenig Geld tun kann. Aber wie das eben so ist, jetzt ist es nicht mehr Hörstel allein, jetzt gibt es eine Neue Mitte. Viele Menschen, die einfach bewegt sind, die Hoffnung haben, dass tatsächlich aus dem Stichwort mehr Ethikpolitik in der Politik etwas Neues passieren kann für Deutschland. Und wir sind sicher, dass wir das auf die Dauer hinbekommen. Es wird eine Position im Bundestag vergeben. Und ich kann nur hoffen, dass die Menschen in meinem Wahlkreis 61 in Potsdam klug genug sind zu sagen und auch erfahren genug sind zu sagen, dass von den Kandidaten, die da antreten, die jedes Jahr wieder den Afghanistan-Einsatz gut geheißen haben, die jedes Unterstützungspaket in zum Teil hunderten Milliarden Euro Höhe gut geheißen haben, für einen Euro, der nichts anderes ist als ein organisierter Finanzbetrug, dass diese Leute im Bundestag
nicht nur nichts zu suchen haben, sondern eher auf eine vernünftige Anklagebank gehören. Ja, die Bundestagswahl wird sicher spannend, das Ergebnis wahrscheinlich eher weniger. Ich bedanke mich für dieses Gespräch und ja, wir schauen mal, wie der Rest des Jahres so weitergeht. Vielen Dank, Frank Höfer. Wir sind jetzt einige Schritte gegangen durch einige Interviews an Wendepunkten und dies scheint mir wieder einer zu sein, mitten im Sommer 2013.